Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Racing-Fans, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt, der Schleifer in Project Cars. Ich bin euch noch ein paar Autos schuldig, habe ich festgestellt. Ich habe gestern mal hier durchgeguckt, was haben wir denn schon gefahren? Und den hier haben wir noch nicht über die Schleife geprügelt. Das Ding heißt ja der Schleifer, weil wir über die Nordschleife fahren wollen und nicht irgendwo anders. So, also, wir gehen mit dem auf die Nordschleife. Das Auto gehört da zwar eigentlich nicht hin, aber ich sag, oder wie ich schon mal gesagt habe, eigentlich kannst du jedes Auto auf jeder Strecke fahren. Es ist halt nur eine Frage der Sicherheit. Also wenn du heute zum Beispiel die Formel 1 auf die Nordschleife schicken würdest, ich glaube, da gibt es heute noch Tote. Weil das einfach, ja, so ist. Ist zu unsicher, zu viel Leitplanke und so. So, und ich glaube, den sind wir hier noch nicht gefahren. Und weil wir den hier noch nicht gefahren sind, holen wir das heute mal nach. Der fährt sich bis jetzt ganz gut. Der hat Downforce ohne Ende. Ist ja ein LMP1. Oh, wir rutschen, wir rutschen. Wir haben einen gefangen bekommen. Ja, die Bodenwellen machen mir natürlich ein bisschen zu schaffen, weil ich mir ja wie immer kein Setup gebaut habe und das Auto auch nicht Probe gefahren bin vorher, sondern das ist ein kaltes, wir springen mal rein und wir fahren mal. So, Nordschleife soll ja auch bald in Race Room reinkommen. Ich freue mich schon drauf wie so ein Schneekönig. Und ich bin echt am Überlegen, wie ich das machen könnte. Ich glaube, ich hätte gar nicht runterschalten müssen hier. Das ist Hardcore. Das ist Hardcore. Der liegt wie ein Brett hier auf der Straße. Den sind wir hier aber noch nicht gefahren. Das würde ich, da würde ich mich dran erinnern. Falls wir doch schon gefahren sind, sind wir halt zweimal gefahren. Ist mir hoffentlich keiner böse wegen. Wow. Wow, wow, wow. Ja, da habe ich es ein bisschen übertrieben. Hat ein bisschen Zeit gekostet. Auf der Bremse ist der eklig. Der macht sofort zu und fängt an zu schlittern. Wow, ja, ich hab's geschafft, ihn wegzuwerfen. Ich hoffe, er ist nicht kaputt oder nicht zu stark kaputt, dass wir hier noch ein bisschen Spaß haben mitfahren. Hier runter nach Wehrseifen. Es ist aber auch ein Drama mit mir und der Nordschleife. Ich weiß, wo es lang geht, ich kann sie fahren und ich werf trotzdem immer wieder Autos weg. Na, weil ich vielleicht doch zu viel will, so wie hier. Einfach einen Gang weiter runterschalten und durchfahren und schon ist gut. So, Lauda-Eck, runter Richtung Bergwerk. Wir bremsen runter. Ich hab's jetzt nicht mehr so eilig. Ich will ja unfallfrei durchkommen. Das ist hier mein Hauptanliegen, ja. Hier ist nicht Bestzeiten fahren mein Hauptanliegen, sondern unfallfrei durchkommen. Ja, beim sechsten Gang ist Schluss. Boah. Sag mal, was hat denn das Auto für einen Antrieb? Abtrieb, wir hätten da einfach durchfahren können, wie es aussieht. So, beim Bremsen hat er ein Problem. Ich weiß nicht, wie schnell sind wir denn? Na, Mist, wir sind rausgeflogen. Ja, ich war irritiert. Ich habe die Geschwindigkeitsanzeige gesucht.
weil ich weiß, dass man da mit 90 bis 100 durchfahren kann, das Karussell. Ich habe immer noch zwei iRacing-Rennen auf der Platte, die ich nachkommentieren muss. Ich habe... das Konzept fertig für das nächste vom Noob zum Simracer Video. Ich habe hier Autos zu fahren in meinem Schleifer ohne Ende. Ich habe die Karriere, ich habe nur einen Slot. Ich frage mich, wie ich das immer alles unter einen Hut bringen soll. Es ist ein Drama. Ich glaube, ich habe allein mit meinen Racing-Projekten, die ich jetzt stehen habe, so viel zu tun. Wow. Sag mal, nehme ich eigentlich 30 oder 60 FPS auf? 30, Mist. Naja, ihr werdet es verkraften, hoffe ich. Dass ich mal wieder vergessen habe, umzustellen. Sorry dafür, für alle, die sich das in 30 FPS nicht angucken können. Boah, geh her. Boah. Das ist aber auch ein Sauhund. Alter Schwede, das Lenkrad ist ein bisschen schräg. Und der dockt hier mit 290 Sachen hier die Döttinger Höhe hoch. Das ist ja unglaublich. Ist ja jetzt zurzeit noch, glaube ich, eine Geschwindigkeitsbegrenzung, die aber bald wieder wegkommt, habe ich mir sagen lassen. Weil die bauen da ja so ein bisschen um. So, ich gehe hier ein bisschen vorsichtiger zu Werke. Ich muss den nicht unbedingt hier oben in die Mauer stopfen. Wenn unser Ziel hier ist, einfach nur eine Runde zu fahren. So, die haben wir auch verkackt, die T13. Und wir fahren trotzdem 6,42, 41, was sind wir gefahren? Ich weiß es nicht. 6,41, 8,61. Puh. Ja, das war der Aston Martin, der DBR1-2. Wir gehen mal wieder zurück, denn wir haben noch ein paar Autos vor der Brust. Ja, wir haben viel vor. Ganz viel haben wir vor. Die sind nicht alle schnell. So, den sind wir jetzt gefahren. So, den hier sind wir schon gefahren. Den hier sind wir schon gefahren. Den sind wir, glaube ich, auch schon gefahren. Den auch, den auch. Wobei, das sind so viele Aston Martins. Jetzt mal ganz im Ernst, sind wir die echt alle schon gefahren? Muss ich nochmal nachgucken. Ich will ja jedes Auto mal drüber gefahren haben. So, den sind wir drüber gefahren, den hier nicht. Den glaube ich auch nicht. Die sind wir in Le Mans gefahren, soweit ich weiß. Audi A18 e-tron Quattro. Fahren wir den auch noch. Der fehlt auch noch in der Sammlung. Ja, was wollte ich... sagen. Achso, ja, ich habe mir überlegt, es gibt ja so viele Spiele. iRacing, Assetto Corsa, Project Cars, jetzt kommt Race Room dazu. Die alle, die Nordschleifer haben, eigentlich müsste sich der Schleifer ein bisschen nach den Spielen trennen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das cool ist, dass ich die alle in einem Projekt fahre. Geh rum. Da siehst du ja kaum was hier in dem Auto. Das ist ja alles zugebaut. Alles zugebaut mit Technik. Ach, das war der sich in Le Mans gefahren hat, wie so ein Formel 1 Auto, wo ich gesagt habe, da musst du ja so schnell schalten wie bei einem Formel 1 Auto. Boah, ich komme mit dem hier gar nicht klar. Gebe ich ganz offen zu. Es ist gerade ein Drama. Boah, Alter. Ein Schlag. Ja, ich habe hier irgendwie ein Problem. Ich sehe zu wenig auf die Seite raus.
Und dem sein Schaltrhythmus ist zu flott. Da komme ich nicht so klar mit. So, wir müssen natürlich auch die Bremse mal einsetzen, dass sich unser ERS wieder auflädt. Ach, der hat noch einen siebten. Ja, wir haben einen virtuellen Spiegel angemacht, dabei haben wir da oben eine große Kamera, also mehr Rücksicht oder mehr hinten raus Sicht kann man gar nicht haben wie in dem Auto. Ja, ich bin ein bisschen schnell, das täuscht in dem Karren so. Du denkst, du bist voll langsam, weil der sich so anhört, so blub. Dabei fährst du 250 oder so. Muss ich den mehr rollen lassen, dass der auflädt? Oder muss ich für den bremsen? Ne, ich muss bremsen, dass der auflädt. Nur rollen lassen bringt dann nichts. Und nochmal einen Schlag. Also der will jetzt hier gerade gar nicht funktionieren. Der letzte hat hier so schön performt. Die ziehen nämlich Abtriebsschweine, die Dinger hier. Die werden so auf die Straße gedrückt, dass du eigentlich überhaupt keine Probleme haben dürftest. Aber wie gesagt, dieses Geräusch macht mir vor, dass wir voll langsam sind und dann will ich drauf treten und fahre ich überall zu schnell durch. So, sind wir wieder beim Lauter-Eck. Ja, ich hab wieder das Gefühl, da können wir locker mit dem dritten Gang durch, aber wenn ich den da nicht rollen lasse, sondern Gas gebe, haben wir ein Problem im dritten Gang. Also besser zweiter und Gas geben. Da hätte ich früher schalten können. Ich vergesse, dass wir einen siebten haben. Ich glaube, ich streich. Oder sagen wir es anders. Nicht ich streich, sondern ich glaube, ich verlege eine Idee noch ein bisschen nach hinten, nämlich diese Unity-Idee. Ich glaube, da lerne ich erstmal privat ein bisschen. Damit ich auch was zum Erklären habe. So, ich bin ganz vorsichtig, nicht wieder aus dem Kreisel rausfliegen. Weil 80 kannst du hier fahren. Minimum. Das Auto fühlt sich komisch an hier auf der Schleife. Ganz im Ernst. Man mag, dass der für eine andere Strecke gebaut ist. Aber es ist ein Abtriebsschwein. Aber ich muss im vierten fahren, wo ich sonst im dritten fahre, weil die Gänge einfach so kurz sind. Das ist unglaublich. Und da wird's Heck. Weich und ich habe nicht gefangen bekommen. Schlecht. So viel Fahrtraining gemacht, dann kriege ich das Auto nicht gefangen. So, rein in den Pflanzgarten 2, Bell of S.
Der liegt hier echt, als hätte man den auf den Boden getackert. Nicht rutschen, nicht rutschen. Der ist stellenweise scheiße zu fahren oder schwer zu fahren. Und stellenweise kommt es dir vor, als hätte der Alleskleber. Als hätte der Alleskleber an Rädern. Echt, das ist eine ganz kuriose Karre. So, jetzt sind wir mal gespannt hier. Eigentlich müsste er ERS benutzen. Der Akku ist voll, aber ich glaube, der darf den nicht mehr benutzen. Kann das sein? Kann man overrulen? Nee. Dann geht er da mit 277 hoch. Das ist ja langweilig. Da hatten wir schon Autos, die waren schneller. Ja, die Rundenzeit ist aufgrund meiner Abflüge und so weiter auch nicht so berauschend. Mit einer 7,9 noch irgendwas. 7,9781, sagt mir meiner. Ja, 7,82. Sagt mir mein Hutt-Dash sozusagen. So, wir gehen zurück in die Rennzentrale. Ich will gar nicht lang rummachen. Also eigentlich, wie gesagt, müsste ich das ja nach Spielen unterteilen, aber boah, ich weiß halt auch nicht. Ey, sollen wir einen zweiten Racing-Slot aufmachen? Sollen wir das Unity-Projekt? Das kann ich ja eh nicht sofort anfangen. Da muss ich ja eh erstmal ein bisschen lernen. Sonst macht das ja gar keinen Sinn. Und, sind wir den schon gefahren da oben? Ich glaube nicht, oder? Doch, nee, nicht, doch, nee. Ach, scheiß drauf, fahren wir halt nochmal. Das andere Projekt weiß ich auch nicht, ob ich das noch machen soll. Also ich weiß nicht, ich bin da so hin und her gerissen. Ich habe da noch nie drüber gesprochen. Es kann sein, dass ich das irgendwann mache, aber das ist eine Lebensaufgabe, glaube ich. Könnte ich auch noch ein bisschen vor mir herschieben, weil ich habe ein Lebensprojekt schon am Laufen, das ist mein Racing. Und ein zweites und drittes Lebensprojekt brauchen wir da nicht unbedingt. Könnte ein bisschen viel werden für ein Leben, ne? Doch, den sind wir schon gefahren. Den sind wir hier oben schon gefahren. Den sind wir hier oben schon gefahren. Jetzt bin ich am Überlegen, was machen wir? Cutte ich den raus? Packen wir ein anderes Auto rein? Wir haben noch so viel, die wir nicht gefahren sind. Oder fahren wir den einfach noch? Und ich bin wieder zu schnell im Anflug hier auf diese Kurve. Ihr könnt heute den ganzen Tag nur Nordschleife fahren, gebe ich euch ganz ehrlich, das sage ich euch ganz ehrlich. Brauche ich heute nichts anderes aufzunehmen. Vor allem in, ich wollte gerade sagen, vor allem in so geilen Karren, die so einen Anpressdruck haben, und dann schmeiße ich ihn in die Wand. Und jetzt ist er, glaube ich, kaputt. Das Lenkrad fühlt sich etwas seltsam an. Weil wir haben ja Schaden an, ne? Also, bei uns kann es kaputt gehen, das Auto, wenn wir da so an die Wand fahren. Ja. Ich könnte einfach einen zweiten Racing-Slot aufmachen. Geht natürlich auch. Dann kriegen wir ein bisschen mehr Racing-Projekte unter, wenn es mal viel auf einmal gibt. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wann ich die ganzen Videos bringen soll. Ist too much. Ist einfach too much. Ich habe den ganzen Tag rumgegrübelt. Man hätte mich selbst dafür prügeln können, da ich so viel Zeug hier rumliegen habe und so viele Projekte angefangen habe. Aber so ist das halt mit YouTube, ja? Du hast tausend Ideen, du willst tausend Sachen machen. Und dann stellst du plötzlich fest, ich habe gar keine Zeit, gar keinen Slot.
Dann geht's dir auf einmal etwas seltsam und du sagst, wann soll ich das nur alles tun? So, Miss Hit, Miss. Und dann Wehrseifen. Ist das mal der Name von der Kurve auch wieder eingefallen, wo wir vorhin eingeschlagen sind? Kallenhart heißt das Ding. So, ich lasse überall noch ein bisschen Luft, weil ich will hier unfallfrei rumkommen. Das ist mein Hauptanliegen. Und wir sind ja schon wieder eingeschlagen. Ich habe noch keine unfallfreie Runde hingekriegt irgendwie. So, da sind wir wieder beim Laudereck. Dann geht es hier runter wieder in Bergwerk. Bergwerk liebe ich. Die meisten Leute kommen mit Bergwerk nicht klar und fahren hier in die Mauer. Weil sie nicht wissen, dass Bergwerk kommt. Die denken, oh, es geht voll schnell um die Kurve und schlupp. Stehen sie im Bergwerk. Ist mir oft auch so gegangen. Ich habe Bergwerk verflucht, bis ich wusste, wo es ist. Wie gut liegt er? Kommen wir um die Mutkurve durch mit Lupfen? Ganz im Ernst? Wieso Lupfen? Der liegt so gut, ich glaube, ich hätte einfach stehen lassen können. Aber langsame Kurven machen mir ein bisschen Angst, da ist die Aerodynamik nicht so dolle. Da kann schneller mal was schief gehen. So, komm, geh rein da. Oh, der will immer schön Stopping Out machen. Aber wir kriegen dann noch einigermaßen eingefangen. Bin ja gerade dabei, Driften zu lernen, wegen Fahrzeugkontrolle. Mache ich zurzeit einen Assetto Corsa. Da lernt man Dinge übers Auto und wie sich das verhält, das ist unglaublich. Ich glaube, das kann man auch im richtigen Leben gut gebrauchen. Also ich kann jedem nur raten, der Assetto Corsa hat, geht da mal driften. Ich habe früher gesagt, driften ist blöd. Was willst du mit driften? Räder verbrennen? Das langweiligste Sport überhaupt. Die Fahrzeugkontrolle, die du dort lernst, die ist Gold wert. Das ist kein Scherz. Und ich behaupte mal, sogar für einen richtigen Straßenverkehr. Ich weiß nicht, ob ich das jemals erzählt hatte in einem Racing-Video, dass ich beruflich mal auf einem Sicherheitstraining war. Und dann sollten wir Autos einfangen. Boah. Jetzt ist er kaputt. Da sollten wir Autos einfangen, die praktisch rumgeschossen wurden, so wie der gerade. Nur waren die langsam und man hatte mehr Zeit zu reagieren. Und da habe ich so gut reagiert, dass mich der Ausbilder angeguckt hat und hat gesagt, sowas hätte er noch nicht gesehen. Und da habe ich gesagt, müssen Sie sich dran gewöhnen. Weil alle Leute, die am Computer Autorennen fahren, für die ist das hier ein Kindergeburtstag, ihr komisches Sicherheitstraining. Und das werden immer mehr, ja, die danach kommen, die das machen. Ich meine, ich war ja einer der Ersten. Ich gehe auf die 40 zu. Ja, ich bin 40. Und als ich das gemacht habe, war ich 30. Und da waren ja viele von denen, die heute Simracer sind, so im Alter von 20. Die waren damals ja noch 10. Also das heißt, es wird ja immer mehr. Ich war damals ja einer der Ersten, sozusagen Simracer, die dann mal bei einem realen Sicherheitstraining waren. Also purer Simracer und das hat die schon beeindruckt, dass da Reflexe waren, die sie nicht gewohnt waren von Passanten wie mir. So, wie schaut's aus? Wir haben dann rumgekriegt, aber ich glaube, den sind wir schon gefahren. Ne? Also ich werde das nochmal nachprüfen, aber ich glaube, den sind wir schon gefahren. Das haben wir halt zweimal gemacht. So, dann gehen wir mal zurück in die Rennzentrale. Denn ich glaube, wir kriegen noch einen unter, wenn ich so auf die Uhr gucke. Das kriegen wir schon hin. Die waren ja alle flott jetzt.
So, den hatten wir, 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 den hatten wir. Den hatten wir, glaube ich, auch. Den hatten wir auch noch und die hatten wir nicht mehr. Die fehlen alle. Also der BMW GT4, der LMA, der GT3 und dieser GT3, der Bentley GT3 und der Bentley Speed 8. Die fehlen alle noch auf der Nordschleife. So, dann würde ich sagen, machen wir mit dem noch weiter. Der fährt sich natürlich jetzt schlimm gegen das, was ich bisher gefahren bin. Waren alles High-Downforce-Karren. Jetzt komme ich mit einem, der wahrscheinlich keine Downforce hat. Bin ich mal gespannt, wie der ganze Spaß hier gleich wird. Ob das was taucht oder nicht. Ja, und deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass auch wenn ihr am Computer driften lernt und das hinkriegt, green, green, green. Ich glaube, es kann euch im normalen Straßenverkehr mit normalen Autos nicht schaden. Wenn ihr da mal die Kontrolle verliert, dass ihr die wieder einfangt. So, mir hat jemand geschrieben, Tourenwagen und GT-Autos, diese kleinen, die wären langsam und langweilig. Zu denen soll ich bloß nicht wechseln, da könnt ihr mich nur warnen. Ich mach dir einen Vorschlag. Schnapp dir mal so eine langsame Kiste. Wow. Und fahr mal Nordschleife, ohne das zu machen, was ich gerade gemacht habe. Wow, wow, wow. So, wir sind durch. Wir kommen zum Flugplatz. Und ich erwähne es gerne nochmal. Flugplatz ist nicht dieser Sprung, sondern das ist Flugplatz, weil hier ein Segelflugplatz in der Nähe war. Dass die Autos heute da springen, das ist, weil die so gut geworden sind und so schnell geworden sind, dass die da heute springen. Drifttraining for the win. Langweilig, weil langsam. Sorry, ich kann es mir nicht verkneifen. Meisten Angst habe ich in Renault Clio hier zu fahren. Die Cup-Version. Was ruckelt das denn jetzt so hier? Schreibt mal wieder jemand bei Skype. Mittlerweile ist es bei mir dauergemutet, dass es mir nicht mehr reinpiepst. Total die beschissene Linie gefahren mit dem Auto. Kallenhardt hätte ich im dritten fahren können. Auch interessant, dass dieser GT4 da im dritten durchgeht. Viele Autos, die ich kenne, machen das nicht. Miss gemacht. Ja, so, jetzt geht's hier runter in Wehrseifen. Zweiter Gang rein. Und dann wieder schön raus beschleunigen. Kriege ich nicht optimal Wehrseifen. Aber ganz brauchbar. Mit einem langsamen Auto lernst du fahren. Wenn du mit einem langsamen Auto zu langsam bist, bist du mit einem schnellen Auto auch nicht schnell. Wenn du mit einem langsamen Auto schnell bist, dann bist du mit einem schnellen Auto schneller. So, ich glaube, das gibt eine Runde, die dauert ein bisschen länger, wie wir gedacht haben. Hä?
Alter, ist der laut. Der schreit sich hier die Seele aus dem Leib. So, mit dem kriegen wir die Mutkurve nicht vollgefahren. Definitiv nicht. Bisschen schneller hätten wir so fahren können. 170 war vielleicht ein bisschen langsam. So, schön weit rausgetragen worden. Hier bremsen, dann im dritten hier um die Kurve. Dann im dritten um die Kurve. Und wenn man schon hochschalten will, wieder ein bisschen bremsen, weil da geht es im dritten um die Kurve. Oh, wir waren kurzzeitig ein bisschen schnell geworden. So, da haben wir ihn um die Kurve gezwungen. Das ist ein Gegurke hier hinten mit dem Auto. So, jetzt wird's besser, glaube ich. Eigentlich wollte ich oben bremsen, dann springen, aber das wollte er nicht. Er wollte erst springen und dann bremsen. Wow, wow, wow. Wow. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die langsame Autos verachten, weil sie langweilig sind, sagen wir es mal so. Da gab es auch letzte Diskussion in einem Stream von einem Bekannten von mir. Das ist ein sauguter iRacer, muss man dazu sagen. Und der meinte, die langsamen Klassen in iRacing braucht er nicht streamen, weil die sind langweilig. Ich finde die nicht langweilig. Ich weiß nicht, warum jeder sagt, langsame Autos sind langweilig. Also die sind genauso schwer zu fahren wie schnelle Autos. Oh. Mein Trommelfell, ich muss, glaube ich, hier gegen anschreien. Das ist unglaublich laut hier auf dem Kopfhörer. Gleich haben wir einen Motorschaden. So, haben wir den auch mal hinter uns. Puh. 8 Minuten 13. Alter Schwede, war ich damit langsam. Naja, dafür, dass ich sie nicht trainiere, die Autos, bist halt überall 10 bis 20 km/h zu langsam in jeder Kurve. Das addiert sich hoch. So, wir gehen zurück in die Rennzentrale. Ich meine, Setups mache ich auch keine. Die helfen ja auch noch mal ein bisschen, normalerweise schneller zu werden. Aber Nordschleife ist mir das zu viel Arbeit, für jedes Auto ein Setup zu bauen. Es ist einfach zu kompliziert. So, das heißt, beim nächsten Mal sehen wir die beiden. Dann noch die beiden.
Und dann können wir, glaube ich, bei den normalen Ford Mustangs GT weitermachen, bei dem hier. So, aber noch sind wir hier oben, bei den BMWs. V12 LMR. So, der ist beim nächsten Mal dran. Ich bin raus. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht, hier zu sehen, wie ich verschiedene Autos um die Nordschleife schleife und die Lackierung in den Banden hängen lasse und an den Wänden und ja, wie ich die Mauern knutsch. Das gehört dazu, wenn du Nordschleife fährst mit einem Auto, was du nicht kennst. Deshalb finde ich es gewagt, wenn jemand auf die Nordschleife geht, sich ein Auto mietet und dann sagt, Juppadi, wir fahren jetzt mal voll heiße Stiefel auf der Nordschleife. Das endet meistens im Unfall. Ja, dann lieber ein Auto, was ich kenne. Und selbst das ist noch schwierig, weil am Grenzbereich kennt es keiner. Die meisten Leute fahren ein Auto, das hatten sie noch nie in ihrem Leben im Grenzbereich. Noch nie. Und wenn sie damit auf die Nordschleife gehen, hängen sie in der Wand. Deshalb heißt das Ganze auch Touristenfahrt, weil die Touristen dort was zu gucken haben, wenn die anderen Touristen ihre Autos in die Wand stecken. So, ich bin raus. Ich sage danke fürs Zuschauen. Noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye bye.